Hey Leute, willkommen zurück zu System Shock 2. Ich habe jetzt die Tür hier geöffnet auf dem Technik- und Wissenschaftsdeck mit dem Code 98383. Den habe ich irgendwann mal gefunden. Und jetzt kann ich mich mal hier umschauen. Oh, sieh mal, da ist noch ein Sturmgewehr. Na, mit dir ist nicht alles in Ordnung? Na, das würde ich nicht behaupten. Schreibtisch, nichts drin. Ja, wir können jetzt übrigens aufs Freizeitdeck. Standardkampfpanzerung, das ist die ganz normale, ne? Mit 20. Oder? Warte mal, das kann ich ja so checken. Doof. So, Batterien, warum auch immer ich hier Batterien für. Oh, supi, die brauche ich gut und gerne. Ja. Haha, toll. Genau die Sachen, die ich nicht brauche, wisst ihr was? Ich nehme es aber mal mit, das eine zumindest, das packe ich dann wieder ins Lager. Und das Sturmgewehr ist gut, aber. Kann ich das entladen? Nö. Es hat einfach nur Strom. Na gut, ich freue mich drauf. Och nee, ich freue mich nicht drauf, dass meine Energie jetzt leer ist. Bald kann ich mir auch dieses Upgrade leisten, um das Sturmgewehr tragen zu können. Da freue ich mich extremst drauf, Leute. Und wir können aufs Freizeitdeck. Das wird toll. Also das wird wahrscheinlich richtig schwer, so wie ihr schon sagtet. Erstmal hau ich dem Typ noch was ins Kreuz. Dieser Blödmann. So. Oh, ich bin so gespannt darauf. Warte mal, das kann ich ja erst später machen. So, ich finde das dämlich, dass ich nichts in Kisten legen kann. Hallo. Ja, bin ich dämlich. So, die liegt da ganz gut. Das kann ich auch wieder hier zum anderen EMP-Gewehr, was ich niemals nutzen werde. Lass mich überlegen. Ich habe so viel Kram eigentlich dabei, ne? Den werde ich wahrscheinlich nie einsetzen, aber, ne? Ich meine, warum nicht? Ach, das ist so ätzend. Die Pistole, die kann ich eigentlich schon mal entladen. Nee, kann ich nicht. Haha. Ach, was mache ich denn jetzt? Ich gehe mal wieder los. Es ist. Ach. Seht ihr, ich bin schon so verplant hier. Ich freue mich einerseits auf das neue Deck zum Erforschen. Und andererseits plane ich auch schon mal voraus, was jetzt zum. Ja, meine Ressourcen angeht. Ist nicht leicht bei diesem Spiel. Ich meine, ich könnte gedankenlos durchrennen und alles wegknüppeln, aber. Dann hätte ich auch anders geskillt. Dann würde ich da auch keinen Wert auf Hacken legen und Waffennutzung und wie sinnvoll ich die einsetzen möchte. Oh, ich bin so gespannt. Das Freizeitdeck. Oh, das ist ja schön verschachtelt. Vorsicht ist geboten, ich weiß. Ich bin nicht Delacroix. Oh, was ist das denn? Westworld. Das kenne ich sogar. Where nothing can possibly go wrong. Wo nichts falsch laufen kann. Och, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Was zur Hölle? Ich glaube, es geht euch zu gut. Haut mal ab hier. Das Ding wäre mir beinahe auf den Kopf gefallen. Was fällt euch denn ein? Lass mich raten. Ja. Deck 5 Crew-Zugang. Es gelang deinen Kollegen im Sportzentrum auf diesem Deck einen Sender einzurichten. Damit wollten sie eine Nachricht zur Erde senden, um sie vor den Ereignissen auf diesem Schiff zu warnen. Allerdings wird dies auch Energie von Xerxes abziehen und ihn dafür meinen Absichten gegenüber verwundbar machen. Sobald du das getan hast, kontrolliere ich den Hauptladenstrang. Die Annelinen wissen nichts von diesem Sender, überwachen aber dieses Gebiet aus unbekannten Gründen. Du musst den Sender finden und ihn aktivieren. Toll, dass ich wieder die geilsten Jobs krieg. Danke, Shodan. Geh doch weg. Geh weg. Weg. Blöde Mücken. Dass man die nicht einfach kaputt klatschen kann. Doofe Teile, mal ehrlich jetzt. Was soll denn das? Oh, warte mal. Das Warmblood-Implantat. Om nom nom. Ah.
Ey, das ist voll gut, das Teil. Das ist echt voll gut. Kann ich direkt mal die Würmer verspeisen und krieg gut Lebensenergie dafür. Ich weiß zwar nicht, wie viel, aber es hat mich voll gemacht. Oh, Unterbrechergranaten. Was auch immer das ist. Wo haben wir sie denn? Da. Die Unterbrechergranate stellt das einzige profitable Produkt der Firma Pflegelkraft vor. Ernsthaft? Pflegel? Die Waffen für die UNN herstellt. Nach einer Reihe exzentrischer und technisch komplexer Waffen wie dem Schwefel-Explosionspfannkuchen und der Magnesium-Maschinenpistole, die sich im Feldeinsatz nicht bewährten, brachte Pflegelkraft diesen kleinen, aber wirkungsvollen Sprengkörper heraus. Sein Explosionsradius ist viel kleiner als bei einer Brand- oder Splittergranate, aber im Zentrum der Explosion überlebt fast nichts. Das ist doch nett. Das hört sich gut an, aber. Ja, erstmal nicht, ne? Oh. Oh, wieder was Neues zum Erforschen. Da freue ich mich doch. Gib mir das Ei. Das sieht aus wie Erbrochenes. Voll lecker und so. Gallium und Iridium, oder? Nee, Y. Was ist Y? Egal. Ich kenne mich nicht aus in der chemischen Tabelle. Oh. Ja. Yttrium. Okay. Was ist das denn? Doppel-EMP-Gewehr? Achso, schon wieder so eins. Ach, warum haben die alle diese blöden Doppel-EMP-Gewehre? Oh, was von Cortez. Nee, ich glaube auch nicht. Aber interessante Info. Ach nee, komm. Kannst du behalten. Den Psi-Mist hier. Ach. Ach. Ach komm. Ich hasse das Hacken hier. Das ist total glückabhängig. Also man kann wirklich nicht durch Skill irgendwie sagen, ich hack das jetzt mal eben. Oh, was für ein Murdoch. Ja, das ist Pech. Ich glaube, man sollte hier vertraut sein mit Waffen. Um einigermaßen zu überleben. Ja, bevor ich das Deck wechsle, jetzt habe ich schon 10 Naniten verschwendet, will ich mich erstmal hier umschauen. Auch nicht schon wieder ein Affe. Äffchen. Hau mich nicht. Sabbelst du noch so? Oh, noch ein Äffchen. Ihr seid aber die bösen Monsteraffen, ne? Oh. Ja. Sie haben einen guten Geschmack. Ein Code, den habe ich nicht. Ah, schon wieder die Engelchen. Young. Okay, ich habe die Kunstterminals so eingestellt, dass sie Fragmente der Antennenausrichtung für den Sender anzeigen. Ich habe auch den Turm so eingestellt, dass ein Alarm ausgelöst wird, wenn jemand anderes damit herumspielt. Ich gehe jetzt und starte die Übertragung. Hey. Wer ist das? Frank? Marie? Was zur Hölle? Einfach mal den Typen abgeballert, den Armen. Hier spricht Xerxes. Der Einkaufsbereich auf Deck 5 wird bis auf weiteres geschlossen. Wir möchten uns entschuldigen, falls das für Sie Probleme aufwirft. Die Familie der Masse wächst mit jedem Augenblick. Ehre dem Fleische, Ehre der Masse. Ja, super. Da freue ich mich doch. Ich will nämlich erst noch mal ganz kurz zurückgehen, falls ihr euch wundert, warum ich jetzt hier so durchpäse. Denn ich will noch was abladen. Noch mal kurz und im Chemikalienlager vorbeischauen. Denn ich brauche ja scheinbar hier, ne? Dingens brauche ich. Yttrium und. Nein. Yttrium brauche ich und. Was brauche ich hierfür? Warte mal, dann werde ich das mal pausieren. Und dafür das hier mal reinknallen. Keine Chemikalie wird benötigt. Warum wechsle ich denn die Waffen die ganze Zeit? Ich wollte eigentlich durchscrollen durch den Text. Naja, dann hole ich mir erstmal das Yttrium. Ach, ich bin hier nur am Kram absortieren, ne? Oder aussortieren. Weglegen einfach. Schlimm, schlimm.
Und das Spiel werde ich einsetzen. Kann ich die Batterie eigentlich aufladen? Warte mal, das will ich gleich mal feststellen. Hüp, hüp. Das war Skill, hä? Huh? Ne, es war eigentlich mehr die schlechte Steuerung, die es mir ein bisschen vergeigt hat. Geladene Batterie. Sehr gut. So. Da bin ich immer gespannt. Ypsilon. 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 Nein, ich finde kein Ypsilon. Da ist es. Yttrium. Gut, da freue ich mich doch. Tic-Tac-Triop. Warte mal, das will ich jetzt mal lesen. Oder beziehungsweise mal zocken. Oh, guck mal. Ja, das hatten wir. Schweine hier, jetzt Straßenschwein. Warum haben die es immer mit Schweinen hier? Ach, das ist ja doof. Zack. Oh, der Computer, der macht mich... Hm. Guck mal, ich kann das hacken. Hackfertigkeit 6, na toll. Ich bin so schlecht. Ich verliere am Tic-Tac... Oh, was ist das denn? Ist das Frogger? Kann ich denn... Ach so. Ah, okay. Kann ich denn auch wieder zurück? Nein. Okay. Ich kann sowas nicht, Leute. Ich bin zu schlecht für sowas, für so Oldschool-Kram. Ja, das Schwein überquert die Straße. Grunz. Wie geil ist das denn? So, jetzt lesen wir erstmal kurz das mit dem Schwamm. Schwarmorgan, nicht Schwamm. Annelidenschwärme können durch keine uns bekannten Mittel geschädigt werden, haben aber nur eine kurze Lebenszeit. Ja, das sind diese Fliegen, ne? Annelideneier enthalten oft nützliche Organe, doch müssen sie vor der Zerstörung durchsucht werden. Analyse. Obwohl dieser fliegende Organismus klein ist, enthält er eine komplexe DNA-Struktur, die auf ein viel höher entwickeltes Wesen hinweist. Jeder dieser kleinen Wesen ist jedes dieser kleinen Wesen, das genetisch männlich ist, ist mit dem Schwarm durch eine subpsionische Verbindung vereinigt, die gegen normale psionische Angriffe und Störungen immun ist. Die annelidischen Schwarmwesen scheinen lediglich als lebende Waffe zu dienen, da ihre Zellen nur über eine genetisch programmierte Lebensdauer von einigen Sekunden verfügen. Das ist eigentlich Quatsch, oder? Wenn man so eine Waffe baut. Während dieses Zeitraums werden sie von menschlichem Gewebe angezogen, da sie verzweifelt versuchen, ihr kurzes Leben durch Nahrungsaufnahme zu verlängern. Die Eier, aus denen diese Wesen schlüpfen, enthalten oft Organe, die nützlich sind. Doch darf das Ei nicht durch Kampfeinwirkung zerstört werden. Empfehlung: Man sollte den Annelidenschwarm am besten vermeiden, da die Wesen bald nach dem Ausschlüpfen sterben werden. Verschwenden Sie keine Munition. Ach, und das war's. Das war einfach nur so ein Hinweis, wie ich mit den Gegnern umgehen muss. Ah, ist ja auch vielleicht ganz interessant, weil das aussieht wie so ein ekelhaftes Hirn. So, und Iridium. Oder Yttrium. Iridium ist ja wieder was anderes. Wunderbar, dann lasse ich mal die Forschung laufen und gehe wieder hoch auf das Freizeitdeck. Ich freue mich so. Ich finde das immer klasse, so neue Decks untersuchen. Ich frage mich ja, was danach kommt. Kommen wir dann rüber auf das andere Schiff? Na? Auf die Rickenbacher? Ah, wer weiß. Na, ich werde noch nicht ins neue Deck gehen, das neue Abteil. Was, warum brauche ich jetzt noch Gallium? Oh. Stand da nicht nur Yttrium? Nein, wahrscheinlich auch noch GA und ich habe nicht drauf geachtet. Meine Güte. Ah, Bruger, 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 du zögerst alles hier wieder ein bisschen hinaus, ne? Nein, mache ich nicht. Ist echt keine Absicht, dass ich wieder so zerstreut bin. Wo ist es denn? Was brauche ich nochmal? Gallium. Ich dachte schon Barium. Nein, ich brauche Gallium. Kein Gallium hier. Oh Mann, warum habe ich das nicht mitgenommen? Nur das Falsche. Ja. Oh Mann. Ich überlege jetzt gerade, gibt's das vielleicht auf dem Operationsdeck? Na. Wahrscheinlich wimmelt's hier gleich wieder von Viehzeugs. Schnell durch. Kann ich da jetzt einfach durch oder machen die mir dann wieder Aua, die blöden Teile? Hallo? Nein? Sag mal, ich bin hier schon wieder falsch, oder? Ich glaube, ich bin hier falsch. Och Mann! Ich bin wieder so zerstreut heute. Was ist denn los? Hier muss ich lang. So. Und da vorne ist dann das Chemielager. Wahrscheinlich ist jetzt wieder alles voll mit Kram, mit Gegnern und so. Bist du so ein Granatenfutzi, ja? Ja, ihr seid wieder diese Granatenfutzi. Ich mag euch nicht. Die sind total hinterlistig. Oh, ich höre wieder was. Da ist ein Wurm oder so. Ach, da ist da ein Becken. Ja, da kommt ihr nicht raus. Guten Tag.
Aber immerhin habt ihr immer Naniten dabei, also immer öfter. Dankeschön. War es ja gar nicht so anspruchsvoll dieses Mal. So, haben wir hier Gallium? Nein, wir haben hier kein Gallium. Ich werd wahnsinnig. Was ist das da oben eigentlich? Natrium. Ja, komm, ach, weißt du was? Ich könnte mich mal hinten rumheben und dann gehe ich jetzt doch wieder aufs Observation, aufs Freizeitdeck, so. Das macht ja alles keinen Sinn hier. Ich renne hier nur rum, prall im All und habe keinen Plan, was ich überhaupt tue. Ich bin am Ende hier. Ach komm. Ja, es ist halt viel zu latschen, ne? Ihr seht ja vielleicht manches nicht, weil ich auch einiges offscreen mache, aber es ist sehr viel zu latschen. Mittlerweile. Wo sich heim das ganze Raumschiff schon erschlossen hat. Na, geh jetzt, Freizeit. So, hier gibt's bestimmt auch ein Chemielager. Die gibt's ja auf jeder Ebene. Und da finde ich bestimmt Gallium. So, dann schauen wir doch mal. Hier habe ich noch nicht alles durchsucht. Kann ich das hacken vielleicht? Ja, ich kann's hacken. Dann brauche ich da ja gar nicht großartig. Jawoll. Zugangssicherheit gestört. Zugangssicherheit gestört. Ach halt, die packen 10 Prismen. Sagst du, du bist doof. Ach so, das ist ja diese Energieeinheit für die eine Waffe. Nee. Die werde ich wieder entsorgen, sobald ich wieder Platz brauche. Von Young. Die Lampen neben dem Basketballfeld fallen dauernd aus. Ich glaube, die Feuchtigkeit des Schwimmbads in der Nähe stellt ein echtes Problem dar. Wenn das wieder passiert und ich nicht da bin, kannst du versuchen, die Sicherung beim Schwimmbad wieder anzuschalten. Meinst du, wir sollen einen Wartungstechniker rufen? Ich glaube, das ist sowas wie der Hausmeister dieser Young, kann das sein? Ja, ich glaube, das kann sein. Oh, ich mag das Hacken nicht. Oder es mag mich nicht, ich weiß es auch nicht. Ah, dankeschön. Ja, das alles für 52 Naniten Supi. Sie treffen Sie Ihre Auswahl. Wenn ich dann irgendwas verkaufen könnte, ne? Aber ich kann es ja nicht. Und was von Murdoch mal wieder? Ich weiß nicht, was hier los ist und ich will es gar nicht wissen. Ich bin nicht hier, um die Ehre der verdammten Firma zu verteidigen. Ich kümmere mich nur darum, dass die Replikatoren funktionieren. Und jetzt sterben Leute. Wir müssen dieses Schiff umdrehen und heimfliegen. Verdammt, ich will hier raus. Also ich weiß nicht, nicht wissen ist nicht cool. Ich wüsste schon gerne, was hier vor sich geht. Dass ich vielleicht dementsprechend auch drauf reagieren kann. Euer Herr Würmer, Delacroix. Mon Petit, du solltest etwas wissen. Ich habe Informationen von einer künstlichen Intelligenz erhalten, die sich Shodan nennt. Ja, Shodan. Ganz gleich, wo diese Intelligenz wirklich herkommt, zeigt sie einen unglaublichen Hass gegen diese Anliden und hat mir mehrmals das Leben gerettet. Shodan sagte mir, dass sich ein UNN-Agent an Bord befindet, der schwer bewaffnet und mit hochgradigen Cyber-Implantaten ausgerüstet ist. Seltsame Verbündete was. Allerdings, das stimmt wohl. Ich kann es mir, glaube ich, erlauben. Ich habe ja 2. Dann kann ich mich nämlich für ganz wenige Naniten schon heilen. Das ist super. Sie hat jetzt bestimmt uns gemeint, oder? Aber Delacroix ist da eigentlich schon ein Teil von der Masse. Ach, komm schon. Au. Du blödes Wurmvieh. So. Das ist Ruhe, du dreckiger Wurm. Meine Güte, die sind aber auch ganz schön doof zu treffen einfach. Ja, ich werde die nicht nachladen. Ich werde sie eh bald austauschen, die Pistole. Und dann sowieso ganz darauf verzichten in Zukunft, weil ich habe ja was Besseres auf Lager. Im Lager. So. Wunderschönchen. Ja, das ist derselbe Schlüssel wie auf der anderen Seite. Oh, was von Cortez. Mal wieder. Bleibt vom Hauptdurchgang weg. Da kreucht es nur so. Das war tiefgründig. Und vor allem eine ganz lange Botschaft. Kann ich nicht mal schnell was trinken hier? Oh nein. Ja. Nee, ganz ehrlich, für sowas verschwinde ich gerne Munition. Ich hasse diese blöden Protokolldruiden. Diese wahnsinnig gewordenen C3POs, ne? Oh, furchtbar. Furchtbar, furchtbar. So. Aber ich würde sagen, bevor ich in den nächsten Bereich gehe, liebe Leute, mache ich eine Pause. Lasst mir doch gerne Bewertung da. Und einen Kommentar. Freue ich mich drüber. Naja. Wir gehen in den Garten nächstes Mal, wenn es da heißt System Shock 2.